Heute in der Folge schauen wir uns in Minecraft einmal die Preview an. Und zwar bin ich hier auf der Xbox. Ihr wisst ja, Xbox kriegt fast alles einfach später als alle anderen Generationen. Trotz alledem ist ja schon ein bisschen Zeit verstrichen. Und da lohnt sich doch mal ein Abstecher, um mal zu schauen, was Minecraft für die Zukunft für uns so bereitet. Hallihallo, liebe Freunde. Heute sind wir auf der Preview. Ich habe hier einfach meine Welt mal rübergeladen. Wir wollen uns einfach mal angucken, was hier alles, sag ich mal, schon im Menü hier zu finden ist, was ja alles in zukünftigen Updates kommt. Zum einen würde mich aber interessieren, sag ich mal, die neuen Mobs. Ja gut, was sind neue Mobs hier? Wir können Eisengolem und Schneegolem jetzt als Spawn-Eggs haben. Ich finde, das ist eine tolle Eigenschaft, warum nicht? Denn die immer zu bauen, das war ja schon ein bisschen mühsam. Was ja auch dazugekommen ist, was ja alle feiern, ist ja die Archäologie, wo man, sag ich mal, hier so einen Pinsel bekommt. Damit könnte man auch fast immer so Staub wischen. Also ich glaube, den werde ich dafür nehmen, um Staub zu wischen in Minecraft. Denn dafür ist der einfach perfekt. So, aber der ist ja dafür da, um in Minecraft Archäologie zu machen. Das heißt natürlich irgendwo zu buddeln und halt Schätze zu finden. So, welcher dieser Blöcke ist nun ein Block, wo wir das machen können? Fällt euch das auf? Die Textur ist ein bisschen anders. Und dann können wir das machen. Ja, ein bisschen dran rumwiedeln und irgendwann sollte da was kommen oder auch nicht. Ist hier auf Xbox auch ein bisschen buggy. Naja, also jedenfalls, das, was sie gezeigt haben, sollte der Block sich ja so ein bisschen auflösen. Hier zum Beispiel geht er einfach nur kaputt, da passiert gar nichts. Naja. In der Preview, da sind wir mal noch nicht so. Aber ein bisschen Staubwischen, das können wir. Was ich ganz gut finde, ist, sag ich mal, ihr wisst ja, ich richte ja gerne, sag ich mal, Häuser und sowas ein. Wir bekommen ein gemeißeltes Bücherregal. Ja, warum das ein gemeißeltes heißt? Gemeißeltes, ja, ich habe es schon richtig gelesen. Keine Ahnung. Aber ich finde so für Dekorationen und sowas ist das perfekt. Besonders, wir können einfach Bücher nehmen und die Bücher, je wo wir auch hingucken, die drin platzieren. Ja, da kann man auch vielleicht so Supermärkte oder sowas machen. Nur leider geht es von einer Seite. Auf der Rückseite ist das halt zu. Was ich eigentlich schöner finden würde, wenn man auf der Rückseite die Bücher auch sehen würde oder nochmal separate Bücher platzieren könnte. Was passiert, wenn wir es kaputt machen? Aha, die Bücher spawnen einfach. Okay, also die werden einfach gedroppt. Was auch gut ist, wo ich wirklich, sag ich mal, mich wirklich austoben kann beim Einrichten, sind diese hängenden Schilder. Also die kann man einmal so machen, dann kriegen die hier oben noch so einen Ast. Man kann die auch einfach... einfach so hinhängen kann man... Nee, einfach so hinstellen kann man die nicht. Man kann sie aneinander machen, so. Kann man die auch übereinander platzieren? Nee, aber untereinander, das glaube ich geht. Warte mal. Treffen muss gelernt sein. Na, warte mal. Ich hab doch gesehen, das muss auch eigentlich gehen. Aha, jetzt. So meine ich das, genau. Dann hängt das da einfach drunter. Wir machen mal kurz hier so einen kleinen Test. Ich will euch mal was zeigen. So, in etwa. So, ich kann mir gut vorstellen, dass man damit so hängende Leitern darstellen kann, ne? Kennt ihr diese Dinge? So Strickleitern. Könnte man damit darstellen. Naja, aber man kann sich damit wieder austoben. Besonders, man kann da einfach durchgehen. So. Da frage ich mich, kann man da auch durchschießen? Nee, das nicht. Was geht mit dem Pfeil ab, Alter? Wir machen hier voll die Pfeile-Party. Ich kann die auch einfach nicht einsammeln, was soll denn das? Auf was ich mich aufreue ist, wenn ihr den Köpfe auf Notenblöcke platziert und die anmacht, dann hört ihr den Sound des Mobs. Es kommt ja auch noch ein Piglin-Kopf, ganz cool, davon können wir ruhig von jedem Mob theoretisch, sag ich mal, so einen Kopf machen, würde ich feiern. Aber halt, egal welcher Kopf, kommt da auch der passende Sound für. Den müssen wir uns einmal aufsetzen. Einmal muss sein. Oh Mann, wir sind ein Piglin. Ich habe mir jetzt mal aus dem Menü die Sachen geholt für Töpfe. So, den Topf an sich, der ist ja ganz knackig. Ne? Den kann man ja so nehmen. Da fällen mir auch so neue Sachen ein zum Bauen. Theoretisch könntest du damit natürlich ja Vasen darstellen, ganz klar. Oder auch neue Arten von Säulen kann man damit bauen, so als erstes.
Oder für irgendwelche Turmzinnen könnte man die oben auch nehmen. Wenn man sie nebeneinander platziert, haben wir da immer so einen kleinen schmalen Spalt dazwischen. Da muss man mal gucken, wie man die, sag ich mal, verwendet. Außerdem, wenn wir jetzt, sag ich mal, so einen Topf haben und wir wollen darauf jetzt mal, wir nehmen mal Mauer, wir nehmen mal Zaun. So, darauf halt eine Mauer platziert. Also die geht dann auch schon auf diesen kleinen Knubbel da oben rauf, ne? Kann man halt coole Säulen bauen damit. Ja? Vielleicht die Farbwahl nicht so ganz toll, aber guck mal, das ist auch interessant. Bei der Mauer geht er bis ganz nach unten von der Optik und bei einem Zaun, den setzt du da rein. Ach. Lol. Lol, lol, lol. Das ist interessant. Okay. Oh Mann, da können wir uns wirklich austoben, denn mit dem Rumexperimentieren, wie wir da was bauen wollen. Eisengitter ist ja noch ein bisschen schmaler als, ups, als eine Mauer. Gibt es eigentlich noch was Schmaleres als Eisengitter? Ich habe nochmal drei Sachen rausgeholt. Zum einen einen Endstab. Oh. Nein! Guck mal, dieser Standfuß vom Endstab ist weg. Wenn man jetzt noch diese Vasen hinlegen könnte, wie Baumstämme, boah, da könnte man so Gewichte oder irgendwie sowas darstellen und ach, das wäre ja was. Warte mal, Ketten? Auch interessant. Das wirkt doch schon fast so, als ob das hier, sag ich mal, ein Tisch wäre. Und dann hast du hier eine Kerze, ne? Also, Quatsch. Was laber ich? Eine Kerze? Es gibt ja auch richtige Kerzen in Minecraft. Können wir auch die Kerzen hier machen? Nein! Ah, okay, das sieht doof aus. Wenn man die stapelt, sieht das doof aus. Aber so eine? Ab zwei ist schon doof. Aber ab einer? Könnte man schon fast so Bomben bauen damit, oder? So eine Zündschnur. So, jetzt wollen wir aber auch einmal was craften. So, gehen wir mal ran hier. Also, wir brauchen für so einen Pot, ne? Einfach nur vier Ziegel. Die platziert ihr euch so. Und dann habt ihr hier schon, zack, den Pot. So, jetzt wollen wir aber den Pot bemalen. Dafür brauchst du diese Fragmentteile. Die kannst du halt finden, indem du halt irgendwas wegpinselst. Und wenn du die dann da irgendwo platzierst, dann müssen wir mal gucken, irgendwo platzierst. Ach, guck mal, das ändert sich sogar hier von der Ansicht, wo das drauf ist. Ne? Dann kannst du hier die Seite dann bestimmen. Ne? Wenn du da dann so ein Fragment teilnimmst, dann kriegst du halt das hier drauf. Du kannst natürlich, dann gehst du auch einfach hin. So, das habe ich eins zu wenig, aber egal. Jetzt nehmen wir hier einfach die Fragmentteile, platzieren die da auch einmal hin. Und erhalten dann zack den Topf. Also individuell kann man sich die Töpfe machen. Also so ein Töpferstudio könnte man sich dadurch basteln. Und da die ganzen Designs, sage ich mal, so auf Kombination drauf machen, wie man möchte. Aber guck mal, wir haben den Bogen in Minecraft. Hier gibt es einen neuen Diamanten. Oder es wird ein neues Item werden. Darüber spekulieren ja ganz viele in der Minecraft-Szene. Und was haben wir hier? So ein Steve oder sowas, ne? Und natürlich ein Skelett. Vielleicht kommen noch weitere Texturen. Wäre natürlich nicht verkehrt. Genauso wie wenn man die Töpfe noch bemalen könnte, ne? Dass die, sag ich mal, nicht nur so in diesem Braunton sind. Obwohl, das können wir mal ausprobieren. Vielleicht funktioniert das schon. So ein geheimes Easter Egg. Mal mit Farbe mal so raufklicken. Nee, passiert gar nichts. Und wenn wir jetzt an die Werkbank gehen und hier jetzt einfach mal so, gut, falsch, so. Und dann nehmen wir nochmal Farbe. Nö, passiert nicht. Schade, wäre cool. Weil dann könnte man die wirklich bei ihnen bauen als Säulenfragmente oder irgendwas benutzen. Weil, sag mal, du hast ein weißes Haus und dann setzt du noch weiße Töpfe dahin. Idee Minecraft, das ist eine Idee für euch. Was auch natürlich neu sein wird, ist, sag ich mal, dieses Bambusholz. Aber ich glaube, davon haben schon so viele Leute Videos gemacht. Da bin ich schon viel zu spät dran. Aber auch nicht schlecht. Ja, damit kann man arbeiten. Jetzt helft mir mal, also diese ganz neuen Sachen, was sie ja angezeigt hat, dieser Schniffler und diese rosa Blüten da, diese Bäumchen, diese Kirschbäumchen, die besitzen wir halt noch nicht auf der Xbox-Edition, also jedenfalls sehe ich die hier nicht. Aber gibt es denn hier sonst gar nichts Neues? Das wäre ja ein Ding, wenn das schon alles wäre. Nee, Tatsache, das wäre schon alles. Na gut, was ich halt auch gut finde von Minecraft ist einfach mal, dass sie das neue Boot, also mit der neuen Holzart vom Bambus, wirklich so ein Floß gemacht haben. Das heißt auch Bambusfloß und nicht Bambusboot. Ich bin mal gespannt, wie das von dieser neuen Holzart aussehen wird, denn von diesen Kirschblüten. Ob das auch, sag ich mal, so ein normales Boot wird oder ob die da wieder irgendwas ganz anderes machen. Denn so ein Floß, sowas, ist schon interessant. Das finde ich nicht schlecht.
so ein bisschen Abwechslung im Spiel. Aber allgemein, wenn Minecraft uns Sachen reinhaut, sollte sich das immer ziemlich doll abheben von dem, was wir schon haben. Besonders farbmäßig, denn zum Bauen, ganz ehrlich Leute, wir brauchen nicht fünfmal verschiedene Holzarten, nur die sich ganz leicht unterscheiden. Die, entweder müssen sie sich ganz groß unterscheiden, so wie jetzt, also jetzt kriegen wir ja so einen neuen Gelbton und dann so einen rosanen Ton, was wir ja gar nicht haben. Aber das Wichtigste haben die uns halt immer noch nicht reingehauen. Und zwar einfach vom Beton, Treppen und Stufen. Wenn wir einfach mal ins Menü hier gehen, wir haben hier Beton, ne? Wir haben hier jede schöne Farbe, aber wenn wir jetzt einfach mal auf die Treppen gehen, also ihr seht schon, uns fehlt eigentlich schon ein paar Farbkombinationen, um die hier unten, ne, so abzustimmen. Gut, wir haben Schwarztöne, Weißtöne, ja, Grüntöne würde ich mal sagen, aber das geht schon so ein bisschen ins Bläuliche, was wir hier alles haben, also da fehlt uns schon so ein bisschen was. Lila, also dieses dunkle Lila auf jeden Fall, das wird uns noch, wir haben natürlich hier die Popo-Treppen, aber die haben auch so eine Textur, ah, die kann man auch nicht für alles benutzen, geht einfach nicht. Aber so einfach so hier eine komplette rote Treppe oder eine komplett orange Treppe haben wir nicht wirklich. Gut, orange hier die, aber wenn du das jetzt mit Beton mixen willst, diese Farben, die beißen sich so ein bisschen. Also muss man auch mal gucken. Was bei Minecraft mir auch noch fehlt, ist einfach, weil wir ja gerade in der Prüfe sind, da können wir mal drüber sprechen, so über Wünsche und so. Irgendwie eine neue Waffe in Minecraft würde ich auch feiern. Weiß ich nicht, wir hatten ja die Armbrust gekriegt, da vielleicht noch eine etwas Weiterentwicklung, dass wir hier noch irgendwie eine weitere Sache kriegen. Muss ja nichts zum Schießen sein, kann ja auch so eine Streitaxt sein, weißt du, so auf beiden Seiten, dass du da eine Klinge hast, als nur hier so auf der einen Seite. Gut, wir haben halt damals hier dieses neue Element gekriegt, dieses hier Netherit, aber das ist ja auch nur eine andere Farbe und nicht wirklich, dass wir da neue Items bekommen haben. Was halt auch nicht drin ist auf der Xbox-Edition, ist einfach, dass wir die Rüstung schon färben können. Also die ganzen Leute können ja schon ihre Rüstung färben, haben wir hier nicht drin. Bin mal gespannt, wann wir das hier mal bekommen zum Testen. Aber lasst es gut sein, Leute. Darauf erstmal ein Keks. Wir können noch was testen. Und zwar, man soll ja in Minecraft darunter jetzt durchgehen können. Und Tatsache, wir können es nicht. Anderthalb Blöcke. Unser Skin, na, kommt da nicht so ganz hin. Na gut, Freunde, das war's heute wieder hier mit dem kleinen Preview-Video. Wir haben uns mal angeguckt, was so auf der Xbox-Edition gibt. Ich find's ganz interessant, dass wir das hier auch haben und das können wir ruhig testen. Gut, über mir steht halt da immer so dieses Preview-Bescheid, dass man das nicht ausmachen kann oder irgendwie, ja, ein bisschen kleiner macht, weil das nervt doch ganz schön, dass da oben immer so Preview steht. Aber egal, wir sind ja hier nur zum Gucken. Und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich hoffe, du hast mal gesehen, wie es hier auf der Xbox aussieht mit den Sachen. Wir haben natürlich noch nicht den aktuellen Kram, was halt jetzt alles so bei Minecraft geleakt wurde. Weiß wieder nicht, warum sie uns in Minecraft das nicht immer gleich reinhauen. Ist doch kein großer Akt. Haut uns doch die neuen Sachen rein. Wir wollen die dann natürlich auch testen. Aber naja, wir sind natürlich auf Xbox, die es am letzten kriegen. Und von daher müssen wir uns damit, ja, wohl oder über zufriedenstellen. Vielleicht kriegen wir es dann, wenn es nicht so verbuggt ist, aber ich würde es auch gerne ausprobieren, wenn es verbuggt ist. Das ist doch der Spaß daran, an solchen Previews. Egal. So, jedenfalls war es das wieder für heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, zu liken und dann sehen wir oder hören uns zur nächsten Folge wieder. Also haut's rein und ciao!